und hallo liebe LA-Checker. Wir sind heute mal wieder auf dem Weg nach St. Ottilien in den Festsaal. Wir sind heute zu viert, einmal wir drei und hier hinter der Kamera der Mo. Und wir werden heute fürs nächste Theater das Lichtsetup und den X-Fade vorprogrammieren. Okay, also ihr habt ja sicher schon ein paar schöne Bilder gesehen. Ich werde euch jetzt einfach noch mal ein bisschen rumführen und euch mal ein paar Sachen noch sagen. Manche kennen es ja vom letzten Video noch, aber wir zeigen es einfach nochmal. Wir sind jetzt momentan gerade hier in der Dimmerkammer. Und wie man jetzt hier sieht, sind unsere vier Dimmer von MA Lightning. Genau genommen sind es die MA Lightning Digital Dimmer 12x2,3 kW. Leichter gesagt, wir haben jetzt einfach hier 12x4 Steckdosen sozusagen, die wir alle dimmen können, und bis 2,3 kW darf jede Phase haben. Deshalb haben wir jetzt hier auch 2x63 Ampere Drehstromkabel, damit wir den benötigten Strom auch herbekommen. Und jetzt gehen wir einfach mal raus zur Bühne. Wie wir jetzt hier gerade, also ihr seht mich wahrscheinlich gerade schlecht, aber hier oben ist gerade der Patrick und probiert am Licht ein bisschen was aus, wie man das jetzt hier auch sieht. Ja, wenn wir schon genau an die Pipe oben schauen, wir mal schnell, da an der Pipe hängen jetzt in der Mitte, der auch gerade leuchtet, hängt ein 1 kW-Arri, links und rechts davon ein 2 kW-Arri, wieder links und rechts davon viermal die Sterbel-LED-Paar, die halt einfach uns auch ein farbiges Bühnenbild erlauben. Dann haben wir nochmal links und rechts 2 Arris, und an der Seitenpipe haben wir dann noch 2x650 Arris. Die Bühne ist ein bisschen kleiner für dieses Theater. Sieht man vielleicht hier auch an der Seite. Dann zum Bühnenbild. Wir haben hier noch ein paar LED-Schläuche und Lichter. Dann ist hier zu erwähnen, dass hier auch Publikum sitzt, weil das wird dieses Jahr so, dass eben in dem Theater die Leute einmal außen rum sitzen und eben auch hier die Leute sitzen. Dafür haben wir Monitore, tontechnisch her. Weiß nicht, ob man es sieht. Links und rechts zweimal die HK-Fast-Serie, die es jetzt leider nicht mehr gibt. Aktive PA Full-Range-Boxen. Und ja, da hier hinten haben wir noch ein paar Lampen hängen. Einmal in der Mitte eine 1 kW-Arri und links und rechts davon 650 Arri, um hier den Mittelpunkt wie eine Arena zu beleuchten. Ja, wie gesagt, der Patrick ist gerade dabei, ein bisschen Licht noch zu programmieren. Und jetzt kommen dann nächster Zeit noch ein paar Generalproben. Da werdet ihr dann sicher auch wieder ein paar Bilder sehen. Und jetzt noch viel Spaß bei den restlichen Impressionen.